Ja, Alfred Weiland, ihr sagt wie der Sieger aus. Ihr wart in Überzahl, kriegt da noch zwei Tore. Ist das ja, der mangelnden Erfahrung des Aufsteigers geschuldet? Was war da los? Na klar, wir haben natürlich versäumt, trotz drückender Feldüberlegenheit, einfach das 2 und 3 zu 0 nachzulegen. Gell? Und das wird meistens im Hinten raus bestraft. Haben wir es ein bisschen naiv verteidigt, gell? Haben auch einfach ein bisschen Lehrgeld bezahlt. Da hat man einfach gesehen, dass das eine ganz, ganz junge Mannschaft ist. Gell? Und das ist aber okay. Wichtige Spieler haben gefehlt, was kann man dazu sagen heute? Nein, die Spieler, wo gespielt haben, die haben alle sehr gut gemacht, gell. Nur zum Schluss muss man vielleicht dem hohen Tempo, wo wir angelegt haben, ein bisschen Tribut zollen. Aber wenn man so ein hohes Tempo anlegt, muss man klar sagen, muss man auch die Chancen nutzen, gell. Jetzt spielt er nächste Woche nochmal auswärts. Was ist von euch zu erwarten in dieser Saison noch? Na, wir werden unseren Spiel durchziehen, auch offensive Fußball spielen. Gar keine Frage, gell.